Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Crusader Kings 3. Ja, wir wollten einmal Hof halten. Unser erster Hof, den wir hier selber halten als neuer König. Jawohl, und dann sagen wir, lass die drei Leute hier rein. So, Graf Beringer ist der Erste. Mein Fürst! Ich habe eine brillante Idee. Wie wäre es, wenn wir einen Jahrmarkt oder sogar ein großes Fest für das einfache Volk ausrichten? Okay. Ja, natürlich ist er ist ja zornig, sadistisch, paranoid und er sagt, ich kann dafür keine Ressourcen aufwenden. Herzog Leopold steht mit ernstem Gesicht vor uns. Mein Fürst, die Bedrohung durch Burgund lastet schwer auf uns. König Rorgon wartet bedrohlich jenseits der Grenze. Okay. Ihr müsst uns helfen, das Land zu befestigen. Mark Bande, okay. Ja, das sagen wir jetzt Unfug. Burgund ist keine Bedrohung. Und jetzt hier unsere 12-jährige Nichte macht immer größere Augen und wirkt immer mitleiderregender, während sie ihre bekannte Königin Eloid behutsam zu meinem Thron führt. Müssen wir mal schnell hier reinschauen. Machen wir schnell einen Screenshot. Brauche ich dann mal. Okay, da werden wir jetzt überwältigt von Anspannung. Ne, da fehlt noch was. Ich schaue jetzt bloß einmal kurz hier rein. Ne, passt alles. König klagt sie, das Mädchen ist seit dem Tod ihres Papas am Hof und hat niemanden, der sich ihrer annimmt. Okay. Ja, da sagen wir jetzt, ich habe alle Hände voll zu tun, doch ich werde ein Zuhause für sie finden. Okay, prima. Schauen wir mal, Hofpracht. Okay. Schaut auch gut aus. Schaut da aus, 23,3. Ja, das ist ja wirklich klasse. Da kommt viel Geld rein. Er ist jetzt auch gläubig, also da ist es nicht mehr so, wie sein Vater war. Und jetzt haben wir ja noch zwei Domänen frei. Und schauen wir natürlich einmal rein. Oh, ein Cousin wurde gefangen genommen. Schauen wir natürlich hier mal rein. 14 Leuten können wir Krieg erklären. Okay, Religionskrieg. Mein Herzogtum. Okay, das wäre da oben. Das ist natürlich nicht so. England, Bayern. Aber Bayern ist auch so riesig. St. Gallen oder Zürich. Okay, aber er hat ja viel mehr Leute. Das ist nicht gut. Friesland.
wie schaut's da aus? Das wäre dann. Das ist Turin da unten. Okay, wäre natürlich schon gut, aber Burgund ist auch so riesig. Byzantinisch ist. Das ist nichts. Ah, der Theobaldo. Mit den hat man doch das letzte Mal. Den hat man doch das letzte Mal Vasallenzwang. So, jetzt schauen wir doch einmal. Jetzt können wir das Vasallentum anbieten. Niedrige Feudalpflichten. Okay, schauen wir mal. Ausgezeichnet, sehr gut. Okay. Sehr gut, dann Böhmen. Ja, Böhmen wäre gar nicht so groß. Czaslau. Ach, das ist das Eck. Pilsen wäre da hier vorne. 9260 Leute. Okay. Das wäre schon mal gut. Moment. Böhmen. Da werden wir es doch da mal so machen. Werden wir uns mal hier Pilsen holen. Noch 9 Monate ein bisschen Geld sammeln. Und dann hier Pilsen hier mit angliedern. Genau, das denke ich mir, das würde passen. Gut, hat zwar hier, schauen wir mal, ja, nur 500 Leute. Okay, mehr Kontrolle. So, schauen wir mal. Frontenhausen, wer als nächstes dran? Okay. Aber könnte ja schon wieder ein bisschen knapp sein. Wenn man hier sagt, mit ein bisschen über 300 Gold. Aber Böhmen ist nicht so riesig. Und durch seinen Charakter zornig, sadistisch, paranoid will er natürlich hier Pilsen haben. Man kann sich ja das so vorstellen, das kam irgendwie als Gerücht auf dem Hof und er natürlich ist gleich sofort drauf eingestiegen und jetzt wollte ich hier noch einmal durchschauen. Graue Eminenz, Helferich kennt die Feinheiten der Diplomatie. Ja, er ist wirklich ein sehr guter Diplomat. Und auch ausgezeichneter Kämpfer, nebenbei gesagt. Was man mal noch sagen wollte. Bei den Rittern. Ja, die können ja. Moment, der mit 0, der braucht hier nicht mit rein. Der Hofnarr. Ja, da wird es diesmal ein bisschen eine ruhigere Folge werden, weil ich wollte wirklich schauen.
dass man hier keinen Religionskrieg ansteuert, sondern dass er tatsächlich hier ein Anrecht drauf hat. Ist ja gleich soweit. Ja, ist wirklich Wahnsinn, wie viele Leute der hat. Schauen wir noch einmal kurz hier rein. Okay, die Mangonellen, ist klar. Schauen wir mal hier rein. Gepanzerte Reiterei, kostet 200, ja, da warten wir natürlich auch noch. Leichte Reiterei, kostet 85, die nehmen wir mal mit. Arm drücken. Ich hatte bereits mehrere Becher Würzwein und für gewöhnlich wäre ich nun schon recht angeheitert. Doch leider verdirbt mir die Anwesenheit von Romulda, ja, unsere Rivalin, die mir schräg gegenüber sitzt den Abend. Es bedarf nur der leisesten Andeutung einer Beleidigung aus ihrem Mund und schon lehnen wir uns beide über den Tisch und zeigen mit den Fingern und schreien lauthals Gag. Popanz, brüllt sie, ihr könntet nicht einmal ein Kind im Arm drücken besiegen. Ich würde euren Arm sofort auf das Holz nageln, ohne mich auch anstrengen zu müssen. Okay, Kampfgeschick ist sie schrecklich. Ja, werden wir natürlich hier mal so starten. Beweist es. Okay, die haben wir jetzt besiegt. Ihr erhält den Spitznamen Starkarm. Okay. Sehr gut. So, jetzt ist es hier gleich durch. Kümmert euch darum. Pilsen. Ja, ging ja doch schneller als gedacht. Genau, das holt man sich ja noch aktuell keine Verbündeten. Okay. Den Sammelpunkt setzen wir hierher. Und jetzt schauen wir mal, wer noch mitmachen kann. Okay, den holen wir uns. Und Dynastiemitglieder haben wir auch jede Menge. Okay, die wird nicht annehmen. Der nimmt an. 1000. Leibniz war das. Burgund ist natürlich wenig. Ja, ich würde sagen, dann lassen wir das so. Und heben wir mal gleich unsere Leute aus. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. So. 26.000 gegen 8.000. Okay. Okay, der ist ein Pionier, das passt. So, dann stoppen wir hier mal. Dann geht der nach Pilsen. Stoppen wir hier auch mal. Der geht daher. Hier stoppen wir auch mal. Der geht daher. Und da stoppen wir auch. Und der geht daher. So, schauen wir mal, es sind 8000 Leute.
Okay, okay. Laufen Sie hier außen rum? Okay, neuen Diplomatie-Lebenswandel. Sagen wir natürlich freundlicher Rat. Aber ich glaube, er hat gar keine Freunde. Genau, er hat keine. Dann spielt es keine Rolle. Vier Monate. Hohenburg wird belagert. So, schauen wir mal die Armee von Kahn. So, schauen wir mal. Zusammenfügen. Deutlicher Sieg, dann schauen wir mal. Ja, hier kommen unsere 11.000 Leute. Okay, also schauen wir mal. Jetzt kontrollieren wir Pilsen. Machen wir mal kurz einen Stopp. Dann mal weiter nach Prag. Ja, das sollte locker gelingen. Der Lockruf der Sprache, das multikulturelle Reich Königreich von Augsburg zu regieren, bringt seine eigenen Probleme mit sich. Ja, das macht man natürlich nicht. Wozu sollte das gut sein, sagt er. Die schwäbische Kultur ist eindeutig überlegen. Geistiger Zusammenbruch, heimgesucht von der Vergangenheit. Ich sitze grübelnd auf meinem Thron, die Erinnerung wiegt schwer auf meinem Herzen und ich gehe Dinge durch, die ich vor vielen Jahren getan habe. Wie oft habe ich wütend um mich geschlagen, war mein Zorn nötig und ging er in die falsche Richtung. Habe ich jemals das Richtige getan? Mir pocht der Schädel. Warum sollten mich die Mächte des Schicksals regieren lassen, wenn doch klar ist, wie sehr ich unter dem Titel leide? Die Frage ist, ich darf keine Fehler machen. Ja, dann sagt er jetzt, ich schwöre bei Gott, weil er so zornig ist, dass ich bald jemanden verprügeln werde. So, jetzt schauen wir mal kurz hier rein. Oh, da hat man einen sehr guten Sieg. Hat ja auch wenige Ritter dabei. Jetzt müssen wir hier erst mal schauen.
probieren. Okay, und was ist hier los? Ist es nicht so schlimm genug, wie das Rommel da die schlimmste Laster der Menschheit auslebt und mich auch noch beleidigt? Fand ich eine Notiz in meinen Privatgemächern, die im Schutz der Nacht dort abgelegt worden war. Diese begann an den hysterischen König und wurde nur noch schlimmer. Das ist natürlich ganz schön anstrengend. Okay, schauen wir mal. Sollte auch kein Thema sein. Ihr seid immer für mich da und ich hoffe, ihr wisst, wie dankbar ich dafür bin. Mein Sohn Kaspar tritt mit einer seltenen Ehrlichkeit an mich heran. Okay. Wie kommt einer Freundschaft näher? Das ist, was es heißt, ein Vormund zu sein. Okay, genau das ist er. Als dann noch ein paar Tage und dann sollte man das geschafft haben. Jawohl, sehr schön. Die Insignien von König Sokol. Ja, das ist ja fantastisch. Ein fantastisches Gerät. Gefangene haben wir gemacht. Und dieses Ding ist erledigt. Ihr erhaltet die Grafschaft von Pilsen, Bistum von Taus, die Stadt Framberg. Forderung erzwingen, so sei es. Und die lösen wir alle auf. Jawohl. So, schauen wir mal, genau, jetzt hat er noch Platz für eine Domäne. Und schauen wir noch die letzte Schlacht hier an, auch ungefähr dreimal so viel. Super, einwandfrei. Okay, werden wir natürlich das Ding hier anlegen, weil es einfach besser ist. Okay, hier Prestige 0,2 immerhin, Bekanntheit 0,14 und die Meinung der Dynastiemitglieder plus 10. Fruchtbarkeit lassen wir mal dahingestellt. Okay, prima. Ja, dann ist diese Staffel schon wieder rum. Mensch, das ist schade. Ich habe mich so sehr drauf gefreut, aber es kommt sicherlich die nächste. Schaut einfach rein in meine Infobox, in den Programmkalender. Da seht ihr dann, wann weitere Folgen kommen. Es ist hier, denke ich mal, noch interessanter, mit dem Helferich dem Zweiten zu spielen, weil er doch der ein bisschen immer hier zur Anspannung neigt. Da schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal sich gestaltet. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!